Warum musste Jesus sterben? Warum konnte Gott uns nicht einfach so vergeben? Warum musste dafür eine unschuldige Person für sterben? Wenn Gott allmächtig ist, warum ist er dann nicht in der Lage dazu, einfach so zu vergeben, ohne dass jemand dafür bestraft werden muss? Das ist eine Frage, die oft von Atheisten und sehr oft von Muslimen kommt. Und es macht natürlich im ersten Gedanken erstmal Sinn. Im ersten Gedanken denkt man, okay, Gott ist allmächtig und wenn er allmächtig ist, dann müsste er dazu natürlich in der Lage sein. Ja, weil wenn er dazu nicht in der Lage ist, nimmt das doch was von seiner Allmacht weg, weil er dann dazu nicht fähig ist. Aber ist das wirklich der Fall? Hat das wirklich mit Allmacht zu tun, ist die Frage. Wenn das das erste Video ist, was du hier siehst auf dem Kanal, abonniere auf jeden Fall den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Wofür gibt es dieses Opfer, was Jesus da am Kreuz dann verbringt, was Jesus da am Kreuz erfüllt? Warum gibt es das? Es gibt dieses Opfer, damit die Schuld, die existiert dann in der Welt, bestraft wird. Also das ist die Strafe, die quasi somit abgesessen oder bezahlt wird. Das ist die Funktion von diesem Opfer und das ist auch die Funktion von den Opfern im Alten Testament, die eben dann Tieropfer waren. Da war das dann auch so, dass dieses Opfer quasi ein Ersatz war. Diese Schulde wurde an einem Ersatzobjekt oder an einem Ersatzsubjekt eben vorgenommen, in dem Fall da ein Tier und für uns jetzt eben Jesus. Es ist also ein Ersatz für die Schuld, die in der Welt war, dass die Strafe daran vorgenommen wird. Aber warum muss es diese Strafe überhaupt geben? Warum muss es diese Strafe überhaupt geben? Denn wenn Gott einfach sagen würde, okay, du hast deine Sachen bereut, du hast Schuld auf dich geladen, aber du hast es bereut und du möchtest dein Leben jetzt verändern und du bist dir bewusst darüber, dass das Schuld war, die du auf dich geladen hast. Warum sagt er dann nicht einfach, okay, ist vergessen, reden wir nicht drüber, passt schon. Das Problem dabei ist Folgendes. Und zwar, Gott hat bestimmte Eigenschaften, Gott hat bestimmte Attribute, die seine Natur sind, beziehungsweise nicht nur die seine Natur sind, sondern die er ist. Gott ist Liebe, Gott ist Gnade, Gott ist Rettung. Das finden wir ja auch in dem Namen von unserem Erlöser. Ja, Gott ist Rettung. Aber was ist Gott noch? Gott ist Zorn, Gott ist, und das ist das Wichtigste, Gott ist Gerechtigkeit. Und jetzt haben wir den Punkt. Wenn Sie sagen, Gott ist gerecht, Gott ist Gerechtigkeit in der ganzen Fülle, was bedeutet das dann? Das bedeutet eben, dass Gott nicht wider der Gerechtigkeit handeln kann, nicht weil es an seiner Allmacht, an seiner Allmächtigkeit fehlen würde, sondern vielmehr, weil es unlogisch ist. Das ist ungefähr genauso die gleiche Logik, wie wenn jemand erzählt, dein Gott, der allmächtig ist, warum schafft er es nicht, ein dreieckiges Quadrat zu erschaffen? Oder ein Kreis, der ein Dreieck ist? Es macht keinen Sinn, weil das unlogische Konzepte sind. Es sind Konzepte, die sich komplett widersprechen. Das kannst du also nicht erschaffen. Aber es liegt nicht an dem Fehlen deiner Allmacht, sondern es liegt daran, dass das zwei unterschiedliche Dinge wären, die nicht koexistieren können. Das nimmt aber nicht von der Allmacht weg. Es ist einfach ein unlogisches Konzept. Und das haben wir jetzt hier eben auch. Denn wenn er einfach sagen würde, ja, ich vergebe dir, ohne dass irgendeine Strafe passieren wird, dann haben wir das Problem, wenn keine Strafe passieren wird, dann ist er zwar gnädig, dann ist er gütig, vermutlich auch ein guter Gott. Ja, kommt jetzt eben darauf an, wie man da gut definiert. Aber er wäre auf jeden Fall gütig und gnädig und barmherzig. Das ist da alles erfüllt. Aber was da nicht erfüllt ist, ist Gerechtigkeit. Es gibt keine Gerechtigkeit, wenn die Sünden keine Bestrafung erfahren. Und um aus diesem Konzept rauszukommen, sodass
Gott immer noch gerecht ist, haben wir Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Als ein Menschenopfer, wo sich Gott selbst hingegeben hat für uns Menschen als Opfer. Und somit als Ersatz dienen kann, wenn wir es annehmen. Aber es muss trotzdem bestrafen. Es muss trotzdem Bestrafung passieren. Denn sonst wäre diese Gerechtigkeit nicht gegeben. Das ist ungefähr genauso, wie wenn du im Gerichtssaal sitzt und du bist angeklagt wegen zum Beispiel Körperverletzung. Und dann sagt der Richter, dann sagt das Gericht, okay, du musst jetzt eine Strafe zahlen von 10.000 Euro. Dann hast du diese Strafe von 10.000 Euro und die muss bezahlt werden. Wenn der Richter sagen würde, okay, ja, passt schon, lassen wir mal außen vor, du musst das nicht bezahlen, aber es bezahlt auch kein anderer, dann ist das keine Gerechtigkeit, die da passiert. Dann wird der Schuldige, dem wird zwar seine Schuld erlassen, aber es ist keine Gerechtigkeit. Wenn jetzt aber eine andere Person reinkommt, zum Beispiel dein reicher Bruder oder dein reicher Onkel oder so, und er sagt, ja, okay, ich bezahle das für dich, dann wurden die 10.000 Euro trotzdem bezahlt. Und deswegen gibt es dann Gerechtigkeit, da diese Strafe bezahlt wurde tatsächlich. Und das gleiche Konzept finden wir eben hier mit Jesus, der unsere Strafe, die wir selber verdient haben, auf sich nimmt und somit selbst bezahlt. Es ist rechtlich richtig und es ist rechtlich gerecht, aber es ist trotzdem barmherzig, weil wir selber nicht diese Schuld bezahlen müssen. Wir selber müssen die Bestrafung nicht auf uns nehmen. Aber sie wird dennoch bezahlt. Und das ist absolut notwendig, damit Gott wirklich sagen kann, er ist Gerechtigkeit. Es ist nicht nur einfach, er ist ein bisschen gerecht, sondern er ist die pure Gerechtigkeit. Alle Gerechtigkeit, die es gibt, kommt von Gott. Denn er ist die pure Gerechtigkeit. Und das könnte er nicht sein, wenn diese Sachen nicht bestraft werden. Und das ist eben der springende Punkt, wo eben Muslime, die das anmerken, oder auch Atheisten, das nicht sehen. Diese Notwendigkeit von der Bestrafung, die dadurch passiert, dass Gott wirklich Gerechtigkeit ist. Dieses Attribut ist wirklich so wichtig und so essentiell, dass wir verstehen, warum wir überhaupt diese Kreuzigung von Jesus, warum wir das brauchen und warum wir Jesus als Retter brauchen. Weil es nicht einfach so vergessen werden kann. Das ist nicht möglich. Als Retter brauchen wir wirklich Jesus Christus, weil nichts vergessen werden kann, einfach so. Es passiert, die Bestrafung passiert so oder so. Aber du kannst entscheiden, ob du selber diese Bestrafung auf dich nehmen möchtest oder ob du das Jesus für dich machen lässt. Das ist absolut in deiner Hand.